Seit Gründung der Dorferneuerung hat das Land bereits über 2000 Projekte unterstützt. Ziel sind dabei die Stärkung und Erneuerung einer funktionsfähigen Wohn-, Wirtschafts- und Sozialstruktur im Dorf sowie die Schaffung und Erhaltung einer entsprechenden Infrastruktur. In dem Zusammenhang gibt es jetzt ein Schwerpunktsthema, das nennt sich Ortskernrevitalisierung, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, Menschen zu motivieren, in den Ortskernen alte Häuser zu sanieren oder Neues zu bauen, um einerseits diese Orte wieder besser zu beleben, den Druck auf die Randzonen, auf den Speckgürtel in den Gemeinden sozusagen zu reduzieren und ganz einfach um Geld zu sparen, denn Gemeinden, die heute neue Wohnplätze schaffen in bereits erschlossenen Gebieten, die sparen sich Infrastrukturkosten in der Richtung und im Betrieb. 38 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln sind in den letzten 25 Jahren in die Dorferneuerung geflossen. Wir haben also in diesen 25 Jahren praktisch mit 2/3 der Tiroler Gemeinden, also an die 200 Gemeinden, Kontakt gehabt, Projekte abgewickelt. Und dieses Thema Ortskernrevitalisierung ist ein spezielles. Wir haben jetzt zum Beispiel in Zils, das ist ein Modellfall gewesen, haben wir also über 50 private Personen Bauberatungen gemacht und die haben auch da dann Fördermittel für die Umsetzung der Projekte bekommen. Neben der Ortskernrevitalisierung werden auch Grünraum-, Verkehrsberuhigungs- und Ökologieprojekte gefördert. Seit 2009 ist die Geschäftsstelle für Dorferneuerung auch Leitstelle der lokalen Agenda 21. Die lokale Agenda 21 heißt eigentlich, was zu tun ist im 21. Jahrhundert, um für die nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und beschäftigt sich mit diesen Schwerpunktsthemen eben Ökologie, Ökonomie und Soziales und Kulturelles. Und auf diesen Schwerpunktsthemen versucht man gemeinsam mit Bürgern und Bürgerinnen Zukunftskonzepte in diesen Bereichen zu entwickeln. Die Dorferneuerung und lokale Agenda 21 stärken somit das Miteinander in den Dörfern und beleben gleichzeitig die Gemeinden und die Wirtschaft.